alle Leute. Das wirklich so machen? Ja. Das Letzte, was sie erwarten, ist ein Angriff vom Wasser aus. Fahr rüber zur Straße und bleib im Auto. Ich treffe dich da, wenn alles vorbei ist. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Vertrau mir, Alice. Bald haben wir das alles hinter uns. Ja, liebe Leute, und damit ein herzliches... Ob das so eine gute Idee ist. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Oh Gott, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Das ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube, da war irgendwas, unter anderem eine Schlägerei mit den Haitianern. Ich glaube, jetzt unsere Aufgabe... Was ist los? Hast du Angst? Halt die Klappe und fliegt, ist ein Alligator. Und das moderiere ich gerade die Folge an. Also, nochmal. Wir gehen rein. Wir sollen wahrscheinlich sie jetzt nach Step by Step holen. Oh, ist das so eine gute Idee ist hier, wenn der Alligator hier rumschwimmt, hier durchzuschwimmen. Schwimme zum Dock. So, wir können klettern. Wie viele Männer schicken wir los? Zwei Teams. Eins greift die Bar an. Das andere... Schleichen! Schleichen Gegner, deine Gegner eine verbirgt dich für ihn. Die geht schon Aufmerksamkeit wird von der weißen Markierung in der Bildschirmmitte angezeigt. Wenn du mir sagst, wie du das doch schleichen kannst. Kommst du dann aufwärts und dann machst du Lärm, weitet sich diese Markierung aus. Dann werden die Gegner anfangen, nach dir zu suchen. Wenn du schleichst, machst du weniger Lärm und hältst dich aus dem Blickfeld der Gegner raus. Während Gegner nach dir suchen, bleibt in Deckung. Sobald die Suche endet, verschwindet die Aufmerksamkeitsmarkierung. Der Bosch meint selbst, wenn wir das halbe Hallo abfackeln müssen, um Sammy zu... So. Werden wir es tun. Wir hören erst auf, wenn der alte Mann tot ist. Fehlt natürlich und der andere... Papa Leppa, öffne mir das Tor. Adibon. Gute Nacht. So, den ersten haben wir schon mal weggeholt. Das war ein Ticken zu spät. Scheiße. So. Ich werde natürlich jetzt weniger versuchen, die Aufmerksamkeit zu erreichen. Ah, scheiße. Finde Packer. Das ist unser nächstes Ziel. Oder ist das Ziel? Ich guck jetzt gerade, dass ich den ganz leise mal anschleiche. Ich will mich jetzt hier außen rum. Ich den jetzt auch noch wegnehme. Oh, Glück gehabt. So, das war der letzte. Bam. Nee. Ich hätte gerne eine andere Waffe. Ja. So, funktioniert das Ganze. Ich muss mich noch ein bisschen in die Steuerung reinfuchsen, in dieses Spiel. Gut. Ja, wir sind hier mitten... Okay, wie gesagt, es ist sehr lange her, dass ich den zweiten Teil aufgenommen habe. Und übrigens, vielen, vielen Dank schon mal an unseren, an meinen Kollegen, den Roadblocker, so heißt er tatsächlich bei YouTube, für die Erstellung der Thumbnails, für dieses Let's Play hier. Da fehlt mir momentan noch die Zeit bei so vielen Let's Plays, die Thumbnail-Sachen nachzuerstellen. Das dauert immer eine ganze Weile. Naja, toll. Super. Das sind zwei Leute jetzt. Sie stehen auch noch genau gegenüber. Warte mal, kriege ich die hin? Die Frage ist, wie viele sind das hier, ne? Wir hätten den alten Mann schon längst... Ja, Pfeife leise, um eine Gruppe von Gegnern aufzuteilen oder vorzulocken. Pfeife einmal kurz die Steuercodes. Ja. Wie wäre es, wenn der... Das Problem ist einfach jetzt. Jetzt hab ich die. So. Ja, das war nicht so gut. Das war nicht so eine gute Idee. Das schreit nach einer
euer Schrot fliegen. Schein weg zu sein. Was haben wir erwartet? Los, darüber und nach. Keine Ausrede. Nehmt ihr alles auseinander. Hä? Tschüss. Ich werde dir zeigen, was Schwächen sind. Ich fahr mal ein bisschen Munition. Huh. Glück gehabt. Nehmen wir das erste Hilfeding mit. So. Jetzt hab ich die. Oh. Scheiße, ich Deckung. Oh. Einmal kurz gute Nacht sagen dem Kollegen. Erledige ihn von der Seite. Ich gebe ihm einen zwischen die Augen. Das hast du nicht zu entscheiden, Kollege. So. Muss nachladen, gib mir Deckung. Da sind noch ein paar. Denken immer noch, wir sind dort. Okay. Vorsicht! Haben einen weiteren Mann verloren. Ja. Und doch ein Herr hinterher. Eieieiei. So. Ja, das ist natürlich nicht gut. Ich hätte gerne mal eine Übersicht, wie viele Gegner wir haben. Falle ich jetzt wohl, jetzt ist klar. Wo ist denn da? Ja, kümmert euch um diesen Motherfucker. Wer? Was? Wo? Wer? Wann? Lass den laufen. Lernen, gerade war er doch hier. Siehst du diesen Drecksack? Na schön, ich suche da drüben. Kümmert euch um diesen Motherfucker. Hab ihn. Gesundheit. Du hast schwere Verletzung davon getragen. Deine Gesundheit ist niedrig. Geh in Deckung, wenn du es nicht wiederholt hast. Oder du benutzt eine Adrenalinspritze. Deckung in X, Adrenalinspritze. Ne? So. So, den haben wir mal kurz ausgenockt. Komm, dann lassen wir die Gegner mal kurz Gegner sein. Was? Noch einer unterwegs oder was? Gott, er war hier? Ist er aber nicht mehr. Hinterher! Headshot. Ach, da oben im Haus ist einer. Gehen wir uns in die Deckung. Yep. Gott, wo ist der Penner hin? Er ist da lang. Hinterher. Wir geben nicht auf, bevor wir ihn haben, Bruder. Ja. Mach das mal. Okay, Adrenalin. Keine Kugel mehr. Muss nachladen. Ah, ist scheiße. So. Gut.
Dann nehmen wir die Munition, die das Erste-Hilfe-Ding hier mit. Patz. Meins. Hättest mich töten sollen, als du noch konntest, Arschloch. Zuerst töte ich dich, dann diesen nutzlosen Al... So, dann haben wir den auch geholt. Nö. Gute Nacht. No. Du willst mir mal dazu. Hui, dann soll ich mal. Munitions Granaten, Munitions zielen. Herzgerät halten, werfen wir alles loslassen, Abbruch. Okay. Dann verpissen wir uns jetzt einfach mal hier schnell. Hier so gut, hier sind noch Munitions. War nicht hier irgendwie gerade Medikit? Doch, da, wo gezeigt. Kann man immer mal gebrauchen. So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier raus? Weil die sind gerade ziemlich. Ja, kommt der. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein. Scheiße, das war jetzt natürlich nicht geplant. Weil da noch einer drüber kam. Ja, genau, du hast doch 10 Granaten, doch 10 Molotow-Cocktails. Scheiße, Alter. Weil ich mich vertan habe in der Steuerung gerade. Das erste Mal, dass wir gestorben sind im Let's Play. Okay, das hatten wir schon. Ah, Scheiße.
verschwinden wir mal so schnell wie es geht hier. Nein! Da kommt die Rettung. Ja, genau, überfahr mich. Ah, da kam die Rettung und ich wurde erschossen noch. Beim Klettern. Oh, Entschuldigung. Beim Rüberklettern. Nein. Oh Mann. Verdammte Rotze, ja. Ich erziehe es jetzt nicht alle. Nein! Oh Mann, ey, das ist doch nicht wahr, nur weil ich... Mann, leck mich doch, ey. Jetzt komme ich da nicht raus, oder was? Muss ich das jetzt echt jetzt sneaky machen? Ich wollte mich da rausreißen und dann... Ja, das ist das Problem in der Sache. Ach, ärgerlich, kotzt mich jetzt gerade an. Ja, das habe ich jetzt mittlerweile auch verstanden, wie das funktioniert. Gibt's keine Munition oder so? Ja, der will die, der wechselt automatisch auf die Waffe. Keine Muni, keine Schrotflinte will ich haben. Die Waffe. Ach du Scheiße! Du hast dich mit dem falschen Bruder angelegt. Er tötet immer mehr von uns. Ich komme hier nicht weg. Gut, dann machen wir es jetzt ein bisschen anders.
Der Wichser hat... Ist er weg? Vielleicht findest du... Der Wichser ist hier drüben! Scheiße! Kümmert euch um diesen Motherfucker! Ja, damit hast du nicht gerechnet, war. Suche Schutz! Was hat sie mein? Muss nachladen! Brauche Deckung! Komm her! Ich bin hier! So. So, warte mal. Wir gehören nicht zu dir, Schwanzlutscher. Tot. Ich setze seinen Aschenbrand. Der ist tot. Wirf einen Molotow auf ihn! Gegen mich! Eieieiei! Oh, Scheiße. Puh. Was? Da unten! Doch langsam Zeit. Schön, nächstes Satz. Okay. Fuck zu Sammy. Das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge, weil das hat jetzt auch schon ein bisschen was länger gedauert. Und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3. Tschüss.